Herzlich willkommen zu Vlogmas 2023, Tür 4. Ja, Leute, ich sitze hier am PC und stelle mit Grausen fest, dass unser PC dabei ist, den Geist aufzugeben. So ist es. Wechselt seine Farbe, also muss es irgendwas an der Grafikkarte sein. Und Grafikkarten, Leute. Ja, also es könnte unter Umständen, ja, also seid darauf vorbereitet, dass Vlogmas ein jähes Ende nimmt, weil, wenn der PC nicht mehr ist, kann ich keine Videos mehr rendern und schneiden. So ist es. Ich habe zwar noch unfassbar alte Laptops, also zwei Stück, aber die sind so schwach. Ich glaube nicht, dass ich da drauf ein Video schneiden kann. Ja, das ist jetzt mal die schlechte Nachricht. Gibt's noch eine gute Nachricht, Schatz? Dunkel ist jetzt schon Ja, draußen. gucken wir noch mal auf die Tür, genau. Die gute Nachricht, meine Lieben. Der Uwe, guck mal, der Uwe ist auch da, ne? Ja, hallo. Guck mal, wie schön der Uwe den Balkon wieder gemacht hat. Er leuchtet. Yay! Hast du super gemacht, Schatz. Danke. Ich danke für deinen Einsatz. Dankeschön. Ja. Ja, ihr Lieben, so sieht das aus. Es ist halt alles nicht Gold, was glänzt, ne? Und so ein PC hat halt auch sein, ich nenne es mal Verfallsdatum. Was willst du machen? Ich versuche das jetzt mal so lange wie möglich. Jetzt kommt natürlich auch der Zahnarzt von Uwe. Da war er nämlich Weiß heute. Jetzt auf immer vor Jahresabschluss will er auf einmal Knatter haben. Ja, so hätten wir ja hier noch was gehabt, wo wir gesagt hätten, okay, da hätten wir halt die Hälfte genommen oder so, aber jetzt ist das wahrscheinlich auch weg. Die Couch muss abgezahlt werden, ist ja auch klar. Also, woher nehmen, ne, wenn nicht stehlen? Ja, so sieht es aus, aber wir wollen ja hier nicht Mimi machen. Ich wollte euch einfach darauf vorbereiten, dass es durchaus sein könnte, dass ich irgendwann, ja, über das Handy ein SOS schicke und sage, PC kaputt. Dann wäre das halt so. Und ich könnte auch nicht auf dem Handy, ich weiß nicht, wie andere das machen, aber so einen ganzen Vlog auf dem Handy schneiden könnte ich nicht. Nee. Dafür müssen wir mal zu viel wegschneiden. An Versprecherlis und so was. Der Uwe, der hat uns lecker, lecker Tee gemacht. Und jetzt sitzt er hier alleine. Aber ich war gerade dabei, alle Lichter anzumachen. Nur bei den Kerzen bin ich noch nicht angekommen. Ach, Mike, Aber das ist überhaupt nicht trink schlimm. deinen Tee, setz dich hin. Okay. Trink Mach deinen mal. Tee, okay. Was? Alexa hat eine Ankündigung. Alexa, welche Ankündigung hast du? Alexa, welche Ankündigung hast du? Um Nachrichten zu senden und zu empfangen, melde dich zunächst in der Alexa-App an. Nein. Also die Alexa, Mach was du willst. die leuchtet doch eindeutig Ja, das war das. gelb. Das ist ein Problem, Und Mike. gelb leuchten bedeutet doch eine Ankündigung. Naja, wer weiß, was die für ein Problem hat. Oder mein Shirt, ne? Das kann natürlich auch abfärben. Das kann natürlich auch. Ja, und da ich nicht möchte, dass eure Alexas die ganze Zeit anspringen, lassen wir das jetzt also auch. Ja. Ja. So, dann, bevor wir Loslegen. bevor wir loslegen, genau, möchte ich euch nochmal ganz, ganz, ganz viel Liebe schicken, von Kira natürlich auch, für all eure tollen Kommentare und für eure,
Ja, für euer Feedback zum Vlogmas. Ja, ich sitze immer da und freue mich, wie so Hanne, wisse, Ich wollte auf den wie ein Müllschrank. Bolle auf dem Milchwagen, genau. Und, aber auf der anderen Seite denke ich immer, warum? Ja, wahrscheinlich werden wir es nie ergründen, weil man selbst empfindet es nicht so, ne? Wie Ja. ihr das jetzt empfindet. Also, aber danke. Dicken Knutsch auf jeden Fall. Geht raus an die Community. Es wird hier auch gleich heller, aber das Ringlicht ist hier noch nicht an, ne? Das hat noch nicht seinen Auftritt. Aber der Uwe. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Das ist ja viel zu hell. Viel zu hell, machen wir dunkel. Oder? Willst du das jetzt schon anmachen? Nein, das ist viel zu Nee, hell. mach mal lieber die Kerze da an. Kerze, Kerze. Ja, und Leute, könnt ihr euch das vorstellen, dass schon wieder der vierte bei euch ist? Oder bei uns? Nee, bei euch wäre denn der fünfte. Ich komme selbst ganz durcheinander mit mit dieser verzögerten, Aufgabe. nee, ne, Aufnahme halt. Das ist ja eine verzögerte Aufnahme. Aber es ist doch krass, es ist schon wieder fast eine Woche rum, Uwe. Ich finde es einfach nur heftig. Okay, ich stelle euch hier hin. Übrigens, der Elch leuchtet auch. Wir haben aber jetzt hier so eine, naja, so eine elektrische. Kunsthamster, So ein, ja, Uwe sagt doch mal Kunsthamster. Claudia, ne? Das ist, wenn da die Batterie leer ist, dann kommt da eine richtige Kerze rein. Und Uwe hat gesagt, ich soll meinen Tee trinken. Der letzte übrigens, der Orange, war das Orange? ja. Aus dem Adventsteekalender, war super lecker. Was halt jetzt? Auch. Ah, nee. Ne, das ist Bratapfel oder sowas. Ja. Auch Apfelteig. aus dem Kalender von Claudia oder von uns? Nee, aus dem Kalender. Also von Messmer. Ja. Ich kenne ja nur unseren. Achso, wenn ihr Lippenstift drauf habt, ne? Dann einfach die Tasse anlecken. Dann habt ihr keinen Abdruck drauf. Naja, oder zumindest ganz wenig. Ich will euch das beweisen. So. Ach ja, so ist das. Drückt die Daumen, dass der PC noch ein bisschen durchhält. Der schmeckt besser als der von Teekanne, muss ich sagen. Der schmeckt richtig bratapfelig. Und Kira, Schatz, auf was wartest du denn? Auf deinen Kalender? Wartest du auf deinen Kalender? Ja. Von der lieben Andrea. So. Schatz, wie weit bist du? Ach, mit der Nerven fertig. Hashtag armer Uwe. Ja, und es ist halt schon wieder dunkel, ne? Ja, Ist und ja hier? klar. Was ist hier mit? Das gibt Ärger von Sassi. Da müssen wir natürlich ein paar Hörner aufsetzen. So, Freunde, ich bin präpariert. Lange genug gewartet. Übrigens, die Kira ist auch präpariert, ne? Kira hat ihr Bandana an, was sie letztes Jahr bekommen hat. Da steht Merry Christmas drauf. Und der Uwe Och, ist unser fertig. Lebkuchenmännchen. Kommt ja nicht auf die Idee, mir anzuknabbern. Darf ich dich anknabbern? Ja, aber ohne Kamera, ist mir lieber. So, Schatz, du hast die geraden Zahlen. Ja. Du musst dem Schneemann eine Rübe drehen. Walte deines Amtes. Und da haben wir die vier. Vierte Türchen ist offiziell Offiziell, ja. eingeläutet. Ja, dann müssen wir ja die vier suchen, ne? Ja, ich kicke immer auf der Telle. Ja, du hast das Dunkle, Schatz. Ja. Der Letzte macht das Licht aus. Die vier. Warte, ich halte jetzt und gucke mal, wie du noch suchst. Ich hab's halt. Ja, wo ist die vier? Schön. Den Hast du konnte ich ja sie? auch nicht finden.
Da hat das drauf gelegen, die ja, 21. Ja, war drauf. Ja, voll, ja. Prima. Also, der Letzte macht das Licht aus. Ja. Wie gehabt. So. Das tun wir jetzt erstmal hier hin. Und jetzt haben wir doch kein Licht angemacht, siehst du? Ne, müssen wir noch machen. Na, Rübi? Was ist los? Was ist los, mein Schätzlein? Erzähl mal. Erzähl mal. Ja, sie freut ihn komisch aus, hä? So, gleich wird's hell. Hoffe ich. Im Moment sieht's schlecht aus. Ja. Was machst du, Uwe? Ja, das sieht schon wieder aus. Huch, lebt das noch? Ja, ja. Ah. Oh, ist ja fast wie Silvester. Ja. Okay, weiter. Weiter geht es natürlich mit dem Kalender. Vier. Von der lieben Daniela. Das Licht ist schon wieder aus, ja? Ja, die Brille ist schon wieder abgefallen. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ne? Chaos-Video. Ja. Wie ihr es gewohnt seid, genau. So, aber jetzt wollen wir erstmal die vier finden. Ja. Mal sehen, wie schnell der Uwe die vier findet. Ich hab die 40, kann ich da die 1 abschneiden? Nein. Ding, 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 ding. Oh, 24 war das. Das weiß ich gerade. Das. Die 10. 23. Ah. Die 4. Tada. Zack, ab. So. Sehr, sehr gut. Und dann geht es weiter. Zu dem Kalender von der lieben Claudia. So, jetzt fangen wir mal mit dem Tee. Also heute erstmal Teekalender von der Elke. Ja. Okay. Darf ich euch den noch mal näher zeigen? Guck mal, wie süß der aussieht. Mhm. Ja. So, zeig her, ob du die 4 hast. Aber selbstverständlich. Da steht eindeutig eine 4 drauf. Ja. Okay, und jetzt? Soll ich den halten? Ja. Nein. Ach, das hast du aber einfach eingefädelt. Nee, ich hab das so genommen, wie es kommt. Ja, da haben wir die 4. So, das war's. Und da können wir, ach nee, guck mal, wir müssen hier noch auflösen. Es waren 13 Wichte und 7 Rentiere. Ja. Ne? Ja. Und in dem heutigen ist es ein Rebus-Rätsel. Ihr haltet euch das mal ran und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr da raus habt. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen, ne? Also ich zeige das hier auch nochmal deutlicher. So, und morgen kommt die Auflösung. Aber ihr schreibt es bitte heute noch in die Kommentare, was ihr raus habt, denn der Uwe und ich haben das schon raus. Ja. Ja. So. Ach, ich freue mich, ganz ehrlich. Tee. Es ist immer wieder schön, ne? So ist die Kira auch im Bild, ne? Warum ist es so dunkel? Keine Ahnung. Hä? Das ist ja dunkel. Hä? Jetzt seht ihr alle dann Dutt oder was? Keine Ahnung. Nehmen wir mal einen Weißabgleich. Das ist besser. Wieder dunkel. Schwankt. Ja, Leute, da weiß ich auch nicht. Der Akku ist aber voll. Also du bist total, ne? Ja. Dunkeln. Vielleicht hätten wir das Licht weiter nach drüben stellen sollen, was ich ja immer predige. Ja, aber runter. Und es ja immer in der Mitte steht. Warum ist das so dunkel? Alle Lichter sind an. Ach Leute, es tut mir leid, dass das heute so ein chaotisches Video schon wieder ist. Nö, ist dunkel. Ich mache mal ganz kurz die Kamera aus und wieder an. Also ich habe keine Ahnung, ob ihr das nachher auch seht. Aber das war eben echt richtig dunkel bei Uwe, ne? Ja. Und jetzt sieht das erstmal wieder gut aus. Ja. Okay, denn du bist am dransten.
Gut, dann fangen wir mal an. Mit Tee. Mit Tee. Also das vierte Türchen muss ich ja wieder öffnen. Du, ja, ich hab Auerfinger. Ja. Bei Uwe reißt schon wieder die Nagelhaut und so weiter. Ja. Immer wenn es so trocken ist, ne? Ist schlimm. So, hier ist drin T-Shirt, Vitamin C. Vitamin C, da ist noch mehr drin. B6 und Grünteeextrakt. Ziehzeit 5 Minuten. Also das haben wir diesmal im Kalender. Ich bin sehr gespannt, ja, wie der Tee schmecken wird. Elke, an dieser Stelle lieben Dank für den Probiertee sozusagen. So. Aber wollen wir erstmal Kira machen, Schatz? Ja, ach so. Ja. Das stimmt ja. Ja, wir haben die Kira. Die wartet ja sehnsuchtsvoll. Nein, klar, Kira. So, Kira, wo ist die vier? Die vier, such. Wo ist die vier? Hier. Da ist die vier, prima. Hast du gut gesucht. Prima, mein Schatz. Und Messer, hast du das? Soll ich das wieder machen mit meinen? Oder kriegst du es hin? So. Das ist nur was für Frauen. Ach, Quatsch. So, hier ist wieder so ein... Wie sollen die dick... Hier ist wieder so Fischrollen. Oder was steht hinten drauf? Was ist das? Derweil der Uwe guckt. Eins ist... Nee, eins ist Duck-Sausage. Also, dritte ist es. Naja, ist doch... Ach, ist drei. Drei. Fisch und Chicken Rolls. Aha. Ja. Also das hat der Kira eigentlich ganz gut geschmeckt. Ja. Und da kriegt sie natürlich direkt was. Mm. So, Schatz. Sie kannst du von Frauchen kannst du sie kriegen. Aber man kriegt sie halt schlecht aus dieser ja, Verpackung raus hier. So. Ja. Mm. Ja, die haut doch ja nicht ab. Die ist ganz genau, da sind zwei Sachen drin. Ja, genau. Oh. So. Oh. So, Kira, haben wir. Prima. Und dann geht's weiter. Ja, dann machen wir mal die vier hier auf. Von Daniela. Ja. An dieser Stelle, liebe Daniela, gute Besserung, ganz viel Glück und ein dickes Herz an dich. Und ich freue mich natürlich über jedes Türchen, was wir hier öffnen dürfen. Ja. Oh, ist von der Daniela, hä? Mhm. Rübi, ja, mehr gibt's jetzt nicht. Du hast jetzt drei so eine Dinger, ja. Meine kleine Christmas-Maus. Ja, ja. Wie süß sie einfach aussieht. Oh, Daniela hat das angeklebt. Die hat ja einen guten Lehrer, ja. Oh. Ich würde euch die Kira so gerne auch mit ihrem Mützchen zeigen, aber das ist, da quälen wir sie und das will ich das natürlich wollen wir nicht. Nee. Ja. Ich bin gespannt, was dafür eine Maske vorkommt. Ah, eine Coca, wa? Oh, nee, Aloe Vera Maske. Aloe Vera ist immer sehr gut für Feuchtigkeit, ne? So spendet intensiv und lang anhaltend Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Thermalwasser erfrischt und belebt. Sehr, sehr, sehr cool. Von Balea, mit wie viel Prozent? 70% Aloe Vera. Ja, Schatz, es ist ja kein Wunder, dass dein Husten nicht weggeht bei 17 Grad Temperatur. Ja, das ist kein Wunder, das stimmt. Und draußen sind Minusgrade. Ja. So, dann machen wir die vier auch noch auf. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich finde es total süß. Ne? Ich finde es einfach total süß, Claudia, wie du das eingepackt hast. Ach, ey. Hat er den richtigen getroffen. Soll ich so rum zeigen? Was hast du denn da? Neapolitaner, ja. Boah, ist für die Kira auch was drin. Ja, ich mach auch mal. Ja. Und zwar dein bestes Zahnpflege-Mini-Sticks. Aber wie cool ist das denn? Da sind so kleine... war schon diese Stangen, ne, die es so gibt für diese Dentalstangen. Ja. Hier ein super Mini. Wie süß ist das denn? Ja. Hier, Schatz, von der Claudia. Na gut, nimm ich erst mal. Erstmal probieren. Ja, okay. Ja.
Kira approved. Lieben Dank, Claudia, im Namen von Kira natürlich. Und dreimal Kaffee, Kakao, wa? Nee. Sag mal her. Kaotina, ja. Original, made in Switzerland. Das wird Kakao sein, schätze ich mal. Stimmt. Vegan. Naja. Aus Bern kommt das. Getränkepulver, Schweizer Schokolade. Na, das hört sich sehr, sehr, sehr lecker an. Das werden wir uns auf jeden Fall einziehen. Reinziehen, aber wohl nicht mehr heute, aber bestimmt morgen. Ja. Und natürlich werde ich da die Kamera mit anmachen. Ja, und berichten. Und berichten, ja. Schweizer Schokolade ist ja unfassbar lecker. Ne? Mhm. Also da freue ich mich sehr. Dankeschön. Dicke, dicke Herzchen. So. Oh, Hashtag alle lose. Und drei Kugeln. Total süß. Vielen, vielen lieben Dank. Das sind Daniela. Nein, und du nicht. Claudia und Elke. Oh mein Gott, also das ist. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die tollen Kalendertürchen. Ich freue mich da jedes Mal sehr drüber. Ja. Und die Kira auch. Dankeschön. Andrea auch, natürlich. Siehst du, den Hundekalender, der ist halt schon wieder aus den Augen. Ne? Den hat Uwe schon wieder nach hinten hier verfrachtet. Und die Kira, eine ganz feuchte Nase. Das ist so lecker, ja? Nicht? So, Maus. Weiter geht's im Text. Knutschtante. Jetzt haben wir noch unsere eigenen. Ja, mach du mal deins auf. Also, so, dann werde ich mal mit meiner vier fortfahren. Die kommt ab und ins Kistchen. Und wenn ich nur so taste, weiß ich schon, was drin ist. Mhm. Denn ich habe zum Uwe gesagt, ist alle. Ja, und damit bist du immer goldrichtig. Und der Uwe hier eingepackt. Ich bin mir ganz sicher, dass das mein Deo ist. Damit macht man einfach nie irgendwas verkehrt bei mir. Mit meinem Deo. Das hast du aber wieder fest eingepackt. Und auch wieder angeklebt? Nein, die sind ja nicht. Oh, Tatsache nicht. Was ist da denn los? So, Rexona Shower Fresh. Ich liebe es einfach. Das ist für mich das beste Deo, was es gibt auf dem Markt. Es duftet durch, ja. Und es verspricht 48 Stunden nonstop Confidence, antitransparent mit 0% Alkohol. Lässt sich nicht im Stich und dienen. Und das kann ich bestätigen. Ich liebe es. Also abends riecht man immer noch frisch wie morgens, wo man sich hier duscht und eingesprüht hat. So, und ich mach die vier auf. Also, ich ahne was. Ja, was ahnst du denn, Uwe? Das war für die Füße. Meinst du? Mhm. Wer weiß, wer weiß. Aber hat der Uwe sich dann was für die Füße gewünscht? Ja? Schwarz muss es sein. Und schon brauchen wir die Füße nicht waschen. Oh, Uwe, du Schornsteinfeger. So geht's aber nicht. Was war Schwarze? Aber sag ich doch. Was für die Füße ist? Nein! Ah, Unterhosen. Ja, wenn ihr schon euch im Schlüpper vor die Kamera setzt, dann müssen wir das aber nicht sehen. So sieht's aus. Aber jetzt fängt der Uwe auch an, seine Schlüpper im Video zu zeigen. Ja, na warum denn nicht? Ja, guck mal, in Rot, in Dunkelblau und in Schwarz. Ey. Irrtum war das. Gefallen sie dir? Wunderbar, danke schön. So, der Uwe zieht ohne Eingriff vor. Ja. So wollt ihr noch mehr wissen? Ich mag das nicht. Nee, das ist Konnte die früher die Dinger schon wieder hin. Ja, das waren für mich schon immer Opa-Schlüpper. Ja. Und dann auch noch Feinripp am liebsten. Aber ich meine, jeder hat ja so seine Vorlieben. Um Gottes Willen, no shaming on Feinripp. Ne? Wer es mag, fühlt euch frei. Hier, macht deine vier bitte rein. Nee, muss ich erst abmachen. Achso, hier fährt ein Stück Fummel. Ich denn nein. Hab's auch rangefummelt. Dankeschön. Bitte schön. Ich wusste nämlich nicht, weil wir auf Bänder verzichtet haben bei dem Päckchen, wie ich das am besten festmache. Und da kam der Uwe mit einer tollen Idee um die Ecke und die habe ich direkt umgesetzt.
Nämlich einfach, ne, die hat mich umgesetzt. Nee. Nämlich einfach, da hat er mir das noch nicht gesagt, Tesafilm zu nehmen und es an Tesafilm zu klemmen, ist doch halt so eine Wäscheklammer und dann einfach festkleben. Und das hat er gemacht. Und wo funktioniert wunderbar. Und der hat doch bei Susi so gemacht. Und der, ja, genau, so eine Schleife, genau. Oder wie nennt sie jetzt Schnalle? Ja, so ein so Gürtel Schlaufe. Quasi, eine Schlaufe, genau. Und da kann man auch. So. So, und dann kann man nämlich auch das haben wir auch geschafft. Wender verzichten, ne? Ja. Ja. So, schöne, und ich finde das total süß. Danke schön. Schöne Deo. Ja. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch an alle hier. So, Claudias Welt hat heute, nee, das kommt bei Daniela rein. Ja. Weil ich habe einen Umschlag, Claudia. Aber der von Daniela ist schon drüben. Aha. So, ich hatte ja gefragt, ob ihr lieber kürzer oder länger sehen wollt am Vlogmas. Und die meisten, also es haben jetzt nicht so viele darauf geantwortet. Aber die, die darauf geantwortet haben, wollten gerne je länger, desto besser. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und da hätte man wahrscheinlich eher eine Umfrage oder irgendwas in der Art starten sollen. Aber so wissen wir, dass wenn es tatsächlich mal länger wird, kein Problem ist. Und wer das nicht an einem Stück gucken will oder gucken kann, der kann ja auf Pause machen. Und so sieht's aus. Ja, oder es einfach durchlaufen lassen und am nächsten Tag normal gucken, weil das wäre für den Algorithmus natürlich am besten. Ja. Aber wir wissen halt jetzt, wenn, dann können wir ruhig und dann werden wir das auch so umsetzen. Mhm. Aber an dieser Stelle werden wir das Video beenden. Ich hoffe, dass wir genug zusammen haben und wenn es keine halbe Stunde ist, dann ist es halt so, vielleicht wird es ja beim nächsten Mal etwas länger. Ja, wir hoffen es. Wir hoffen es, ja. So, dann ist die Frage ja schon aufgekommen wegen dem Weihnachtsmarkt. Ja. Würde ich gerne machen, aber ich habe keine Ahnung, wo man da noch irgendwo einkehren kann, denn ich habe keine Ahnung, wo man da in Spandau irgendwas, also ich würde dann schon nach Spandau, ne, in die Altstadt, ja, weil das einfach der schönste Weihnachtsmarkt ist und wenn man sich dann da einen Treffpunkt ausmacht und irgendwo einkehrt, wer sich in Spandau auskennt, wo man einkehren kann, der möge mir doch bitte das entweder aufs Community-Handy schreiben, über eine WhatsApp oder hier unter die Kommentare oder irgendwie über meine E-Mail-Adresse, die steht auch auf der Kanalseite, meine E-Mail-Adresse, dass wir da vielleicht mal was planen können, dass wir da so ein Treffen machen. Nächstes Wochenende geht es auf gar keinen Fall, nee, da kriegen wir, haben wir Besuch. Ja. Und mir wäre auch lieb, wenn wir das in der Woche machen könnten. Ja, bloß eine Woche, wenn die alle arbeiten. Da seid ihr arbeiten, ne? Das ist natürlich auch schwierig. Da müssten wir das sonnabends machen. Vielleicht. Ja. Ja. Ja, also wir müssen da mal wirklich ein bisschen brainstormen. Okay, jetzt aber Schluss und Ende. Ja. Wir sagen das, was wir immer sagen. Mhm. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann. Mann. Tschüss, ihr Lieben. Ja, ciao. Ein schönes Herzchen. Ich kann den ja auch mal zeigen. Tschüss.